Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners, und heute bin ich in Schottland. Old Particular kommt von Douglas Lyon. Glen Allachie, was bedeutet Tal des Felsens oder der Stein. Eine 12 Jahre alte Einzelfassabfüllung, März 2005 destilliert, Dezember 2017 abgefüllt aus einem Sherry Butt. Mit dem Bezeichnung DL für Douglas Lyon. 1, 2, 2, 3, 8. Insgesamt gab es 243 Flaschen daraus. Und der Whisky Base ist 106732. So, Timo Lambert hat mir das hier geschenkt. Danke nochmal. Ich war in Kiel auf der Whisky-Messe und wir haben ein bisschen uns unterhalten, auch über Old Particular, denn ich habe es einfach nicht verstanden bisher. Douglas Lyon kannte ich. Ich hole einfach mal hier was raus. Wie immer nicht so geplant. So, kennen wir. The Epicurean hat er. Ein paar andere Sachen. Big Pete und. Gibt es einfach von dieser Marke. Die haben das einfach mal gesagt. Ihre Regionen füllen sie ab mit bestimmten Namen. Aber auch Old Particular sind ihre Einzelfassabfüllungen. Ah, das wusste ich nicht. Wir haben jetzt hier damit zu tun mit 48,4%. Das ist echt nicht viel nach 12 Jahren. Ja, also wow, was die Engel da geklaut haben. Cool. 86 Euro. Nicht ganz so billig. Und das ganz Besondere ist, Glen Allachie ist momentan in allem Munde. Ja, es gab die 50th Anniversary, da habe ich auch ein, zwei Flaschen davon auch schon probiert. Hat mich noch nicht ganz so umgehauen. Die waren 0,5 Flaschen, enorm teuer. 200 plus Euro, deshalb war ich davon nicht überzeugt. Ich habe auch, und das werden wir jetzt hier miteinander auch wieder verkosten, ich habe hier das von damals, von Malte, von a Sea of Dream or a Sea of Dram. A Dram of Sea, a Sea of Dram. Okay, einfach mal Empfehlung bekommen. Der beste Whisky, den er jemals hatte für diese Preisklasse. So eine 20 Jahre alte für unter 50 Euro. Das war eine 96er, das ist auch ein Glen Allachie. Deshalb nehme ich das auch zu Vergleich. Wir haben hiermit mit einem 20-Jährigen, hier haben wir damit mit einer Einzelfassabfüllung von einer 12-Jährigen hier zu tun. Dieses hier war fast die Hälfte von dem Preis von jenen hier. Was gibt es noch? Billy Walker ist der Name von diesem Mann. Der hat seine eigene Distillerie damals verkauft und eigentlich sollte er sich in Ruhe zu Ruhestand ersetzen. Hat gesagt, nein, ich werde zusammen mit Trisha, Savage und Graham Stevenson, wow, mein eigenes Schiff kann ich nicht lesen, hier einfach mal diese Distillerie kaufen und dort werden wir was Tolles auf den Markt bringen. Also ihr merkt hier, da habt ihr die Flasche. Also vom Old Particular, hier habt ihr die vom Signatory und die werde ich einfach miteinander die verkosten und vergleichen. So, eine 48,4% gegenüber eine 43%. Das waren zwei Hogsheads, die sie zusammengetan haben. Das hier wurde tatsächlich 96 destilliert und dann 2017 abgefüllt. Allerdings im März, das wurde jetzt hier im Dezember abgefüllt. Erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Ich weiß noch, wie ich das dann hier gekauft habe im Herbst von 2017, als es rauskam. Und dachte, es muss gut sein. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht. Und jetzt haben wir schon Ende Sommer, auch Anfang Herbst 2018. Okay, und der ist wesentlich hier intensiver, also der Fass kommt da mehr und mehr durch. Diese Sherry ist wunderbar. Hier haben wir einfach mal Matured in Hogsheads. Hier steht nicht Sherry Hogsheads, so ich nehme stark an, wenn ich jetzt nochmal einen Sinn hatte und ich muss meine Nase nochmal fragen. Ja, das sind einfach Bourbon Hogsheads. Also das sind einfach mal Hoghead. Die haben, korrigiere mich wiederum, wenn ich hier nicht richtig liege, 5 normale Barrels genommen und daraus 4 Hogheads gemacht. Das heißt 20% größer, neue Deckeln oben und unten drauf getan und tada, da hat man einfach mal ein neues Fass, den man in Speyside Cooperage meistens zusammengebatscht hatte. Und dann benutzt man das hier, verkauft das an die verschiedenen Destillerien in Schottland und
Glenn Allachie hat das gekauft und Signatory hat mal diesen Fass dann abgekauft und gelagert und so weiter. Hier bei Old Particular, bei Douglas Lyon, da bin ich nicht sicher, wann sie diesen Fässern kaufen. Ob sie hingehen mit ihr eigene Fässer und sagen, füll mal ab. Das machen ein paar Leute. Aber ich bin nicht sicher, ob sie einfach hingehen und sagen, oh, will ich, will ich, will ich, will ich. Ich glaube, die haben dieses hier ausgesucht, auch nach 12 Jahren. 48% nach 12 Jahren gab es ein Leck. Diese Sherry ist, ich hätte auch eher auf eine Oloroso Sherry hier getippt. Und ein Barrel Char ist auch denn da ein bisschen zu erkennen. Nase überzeugt nicht. Hier ist einfach nur meine schöne Destillat mit ein bisschen Vanille dazu. Der typische Bourbon Cask Fassreifung. Ich merke, nachdem ich mehr und mehr und mehr mit auch Scotch, auch ältere Scotch da ich mich damit auseinandersetze, dass der Bourbon Fassreifung ab 12, ab 18 Jahre okay ist, aber mich nicht umhaut. Eine gute, lange Reifung in Sherryfässern haut mich um. Also diese Sherrybomben ist da, wofür ich lechze und sagen, ah, und da sage ich, na ja, okay, schon wieder. So, das ist eigentlich ein Problem. Schon wieder eine 24 Jahre alte Scotch, der in einer Einzelfassabfüllung mit einem Ex-Bourbon Hogshead war. Das sind Probleme, die ein Whisky-YouTuber so hat. Ich probiere mal. Ich habe einen Hauch von Schwefel da drin. Okay. Ja, also ich habe schon 1, 2, 3, 4, ich glaube 5 jetzt. 5 verschiedene Glenallachies gehabt. Ne, 6, 7. Ich habe schon auch woanders sie mal gehabt, zweimal, ohne vor der Kamera zu sein. Bisher hat kaum eine davon mich überzeugt. Und wenn meine Augenbrauen genau schaut, die ziehen sich hier zusammen. Und so geht es mir einfach dabei. Der ist ein Distillat, der sehr schwer ist, sehr intensiv ist. Ein Mordlach unter den Whiskys dort aus der Region. Und irgendwie bin ich damit noch nicht ganz so angefreundet. Ich probiere mal den 20-Jährigen. Ja, ich versuche mal jetzt diese Charakter von dieser Distillat hier festzulegen. Ich habe hier und hier genau diese Note. Und das Erste, was ich kriege, ist eine Art, und wiederum muss er mich immer wieder einfach mal mit ein bisschen Lachen und ein bisschen einfach Humor nehmen. Pez. Ihr kennt diese Pez-Dispenser, also diese Dinge damals, diese Brausetabletten fast, ein bisschen wie eine Mischung zwischen Grapefruit und Kirsch-Pez. Also, ja, also gerade eben diese Grapefruit und diese Kirsch habe ich dann da. Und das kriege ich hier auch. Da ist irgendeine bestimmte Note hier drin, die ich einfach mal immer und immer wieder habe. Das ist nicht schlecht, aber es ist einfach, es doesn't push my buttons. Also es, nichts bei mir wird dann dadurch losgetreten. Ja, eine ältere, auch nur 12 Jahre alte. Also ich weiß es nicht, wenn ich wirklich hier 86 € auf dem Tisch bleche und mir ein Old Particular hier nehme und denke, auch 12 Jahre alt, und dann nehme ich den und denke, dafür habe ich so viel Geld bezahlt, schade. Drei Plus in meinem Buch. Nichts Verkehrtes, nichts Schlechtes, nichts Gutes. Der Sherry-Einfluss ist gegeben. Also ich habe hier
Ich würde nicht vermuten, dass es tatsächlich im First Fill Sherry am Butt war. Ein Moment, ein Sherry Butt. Das ist 500 Liter. Wenn Sie 243 Flaschen aus einem Butt rausholen, wow, hat das da das muss ein Leck gehabt haben, oder es muss, als ob Sie den Bunghole da nicht zugemacht hatten. Also eigentlich dann aus einer 500 kann man 700, 800 Flaschen rausholen. Die haben 243. Das heißt, sie haben ein Drittel. Also wow. Das ist schon hier was Besonderes. Und das ist das, was viele Leute auch ein Ausschau halten, ist, wenn sie da eine Ware in der Lagerhalle da reingehen. Welche Fass hat am meisten schon verloren in kürzester Zeit? Das wird ein ganz besonderer Whisky sein. Aus meiner Sicht leider nein. Ich habe ein bisschen Wasser hinzugetan, zu sehen, ob sich das öffnet, ob sich da was sich verändert. Nee, bleibt einfach so. Auch wiederum werdet ihr einfach mal das witzig finden, was ich habe in der Nase. Also, mein Freund hat Schildkröten da auch gehabt. Er hat ein Tartarium, wie heißt das denn? Nicht ein Aquarium, sondern ein Tertarium oder wie auch immer das heißt, wo einfach nur ein Land da drin ist für die Schildkröten. Und wenn man den Deckel aufgemacht hat, ein bisschen diesen Geruch hatte ich da drin gehabt. Keine Ahnung, was diesen Geruch das so ist. Ein Schwefel, ob da irgendwie die Schildkrötenkacke ein bisschen danach Schwefel riecht, ich weiß es nicht. Und jetzt habt ihr alle gelacht, nicht wahr? Also. Wasser braucht er nicht. Der wird nicht unbedingt besser dadurch. So. Dieses Ding schmeckt mir, Whisky Jason, persönlich ein Tick besser. Also deshalb kriegt der einfach ein ganz normale 3. Einfach mal, ja, kann ich ein 3 plus geben? Nein, 3. Also 4 minus Preis-Leistung aus meiner Sicht. Meins ist das nicht. Also ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, irgendwann werde ich einen kleinen Alachi haben, wo ich sage, wow, vielleicht geht der 18er, der jetzt hier rausgekommen ist. Könnte mir gut schmecken, aber ich habe einfach diese Versuchung widerstanden, mir neue Samples dieses Mal auch einfach mal zu holen. Ich habe so viel nachzuholen, dass ich sage, ich will nicht erst einmal neue Sachen holen, wo ich schon wieder einen Druck verspüre, weil ich komme einfach nicht hinterher. Ich will nicht 2 Videos pro Tag raushauen, das hatte ich sowieso eine Zeit lang hier mit meinen Interviews, die werden auch wieder im Herbst kommen, keine Angst. Aber ich will nicht so ein Whisky-Verkostungsvideo am Tag rausholen. Erstens ist es zu viel und zweitens, meine Gesundheit kann das nicht ab. Also darf ich und soll ich nicht machen. Aber die ein Video pro Tag ist das, was ich mir leisten will und kann. Und da einfach, ich komme nicht hinterher. Und ich werde auch nie hinterher kommen. Ich will erstmal das abarbeiten, was ich hier habe. Jo, 3 solide für mich und eine 4 minus Preis-Leistung. Meine Frage des Tages habe ich auch noch nie gehabt. Was ist der Lieblings-Old-Particular-Abfüllung? Es gab eine 27 Jahre alte Grain Whiskey letztes Jahr, 2017. Ich weiß nämlich nicht mal, welche Distillery das kam. Ich habe das in 2 verschiedenen Orten gehabt und jedes Mal habe ich das einfach gehabt und sagte, oh. Das war der beste Grain Whiskey, den ich jemals im Glas hatte. Old Particular, Single Grain, 27 Jahre alt von, keine Ahnung, ob das North British oder Gavin oder sonst irgendeine Distillerie war. Das war so, 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 so schön. Was ist euer Lieblings Single Cask Abfüllung von Glenlane, der unter der Marke Old Particular denn auf den Markt kommt? So, liken, abonnieren, immer wieder bei Jason vorbeischauen auf meiner Sample-Liste, das gibt's bestimmt, falls nicht jemand anders es vorher weggeklaut hatte. Und dann auf Amazon, ich würde einfach Old Particular da reingeben, da könnt ihr auch schauen. Woanders wahrscheinlich kaufen, das ist billiger. Ja, vielen, vielen Dank, bis morgen. Jeden Tag kommt meine Videos raus, 17:30 Uhr, jeden Tag, Montag bis Samstag. Samstag ist dann Scotch Day, also wahrscheinlich ist das ein Scotch-Video. Und dann kommt am Sonntags, also bis morgen, muss ich sagen, um 21 Uhr mein Livestreams. Über ein Jahr lang habe ich diese Livestreams gemacht. Werde ich weiterhin machen, dass ich immer wieder jemanden vor der Kamera auch reinhole und mit denen einfach ein Gespräch habe
über Whisky. Thema darf mein Gast aussuchen. Falls jemand von meinen Zuschauern gerne ein Gast sein möchte, meldet euch bei mir, whiskeyjason@gmail.com. Vielleicht können wir es möglich machen. Allerdings, fast alle Termine in 2018 sind schon ausgebucht und ich bin schon dabei, 2019 zu planen voraus. Sehr schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann. Bye bye.